Hey Leute, ich bin's wieder, Drachencharo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Impossible Creatures. Wir sind immer noch im Sie haben gewonnen Menü. Jetzt habe ich die Stoppien, dann starte ich sie nicht. weil Baum, ja. Also, ich muss sagen, wir fahren fort. Die Saat geht auf. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Isla Tantus am selben Tag später. So große Insel. Ui. Okay. Cutscene-Time, ich weiß. Die Isla Tantas. Letzter Halt. Mich wundert, dass er nicht hier ist, um uns zu begrüßen. Ach, Mr. Chance. Sind Sie sich da so sicher? Sie verdammter Verräter! Sie haben doch nicht ernsthaft meine Hilfe erwartet, oder? Nun, Julius, wie ich sehe, haben Sie sich entschieden, vernünftig zu sein und aufzugeben. Ah, Rex Chance, Sie sind ein würdiger Gegner, wachsam bis zum Ende. Und Sie wissen ja sicherlich, dass dies das Ende ist. Ach, ich kann mich nicht bewegen. Was passiert mit mir? Sie stammen aus dem Proto-Sigma-Tank, der dank Ihres Vaters nur mir gehört. Da der Tank die Kontrolle über die Geschöpfe hat, die in ihm erschaffen wurden, kontrolliert er auch Sie, Mr. Chance. Ich brauchte nur in Reichweite zu kommen. Jetzt habe ich die Kontrolle über Ihren Körper. Bald, wenn Ihre Kräfte schwinden, werde ich auch Ihren Verstand kontrollieren. Ich lasse mich nicht steuern. Ich werde bis zum Ende gegen Sie kämpfen. Haha, da bin ich mir sicher. Aber ich habe nicht vor, Sie länger hier zu behalten. Ein paar einfache Tests und dann eine gründliche Sezierung werden mir alle Informationen liefern, die ich zur Schaffung einer Armee aus kombinierten Männern, ähnlich wie sie benötige. Jeder von ihnen wird in der Lage sein, Kreaturen über ganze Kontinente hinweg zu kontrollieren. Der Sieg ist mir so gut wie sicher. Sie gemeiner Hund, dafür werde ich Sie kriegen. Wie, Mr. Chance? Sie werden tot sein. Erstaunlich. Es scheint, als ob Ihre Kreaturen ihn instinktiv schützen. Fliehen Sie! Er übernimmt die Kontrolle über Sie! Glauben Sie nicht, dass es schon vorbei ist, Mr. Chance! Danke. Ja, interessante Cutscene, nicht wahr? Und ich finde die Kommode Varantiga so süß. Ist so lang. Oh, geht's dir gut, Kumpel? Neues Ziel, Boss. Okay. Hallo. In Ordnung. Hallo. Sie sind der so, Boss. So, neues Ziel. Zerstören Sie Ganglions Labor. Zerstören Sie Abten Julius Festung. Wir sehen die ganze Karte. Ist like Festung, 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 Festung. Nur ein Weg führt in diese Festung und können darauf Gift nehmen, dass dieser Weg ganz, ganz böse bewacht sein wird. Killerilla. Komodo Igel, die sind so süß. Hüde. Hide. Wen wieder? Lebt
Pferd. Die sind süß. Ich finde die alle süß. 35 Angriff, bitte was. Fertig mit Bauen. 30 Angriff. 18 Angriff. 8 Angriff. Hallo. So. Brauche ich jetzt eigentlich noch 2 Gehilfen? Fertig, Boss. Und okay. Definitiv mehr Saft. So. Ich finde es cool, dass ich jetzt quasi so eine Grundarmee habe. Also, da kann ich mich wirklich auf Rohstoffgewinnung konzentrieren. Und wir können darauf Gift nehmen, dass... Ja, wir können darauf Gift nehmen. Wir können so viel Gift nehmen. Oh mein Gott. Wir können darauf Gift nehmen, dass uns die Rohstoffe... die werden gegen Ende ziemlich knapp werden. Wie soll das sein? Das neue Gebäude steht. Doch eher härteren. Fertig, Boss. Zugeben. In Ordnung. Die Kreaturen werden angegriffen. Nein, lass meine Süße in Ruhe. Fertig. Das hat Hand und Fuß. Tötet sie. Rex Chance zu ihren Diensten. Die Kreaturen werden angegriffen. Keine Chance. Und jetzt? Kein Problem. Die Kreaturen werden angegriffen. Mein Gott, seid ihr langsam. Rex Chance zu ihren Diensten. An die Arbeit. Also das war jetzt doch ziemlich eine böse Attacke. Ja, so ziemlich. Sie können unmöglich uns beide besiegen, Mr. Chance. Die Chancen stehen schlecht für Sie. Warum machen Sie es sich nicht leicht und geben einfach auf? Warum? Habt ihr das gesehen? Da hat's noch ganz viel Kohle. Kohle für mich. Und da nur für mich. Okay. Ich werde nicht so sein. Ich find's einfach blöd, dass ich immer alles neu entwickeln muss. Heieiei. Entwicklung für Stufe 2 ist abgeschlossen. Was? Aber naja, ich kann damit leben. Natürlich kann ich das. Wer wäre ich, wenn ich nicht mit so etwas leben könnte? Genau, ein Nichts, ein Niemand. Okay, ich höre schon auf. Mein Gott. Oh, ich freue mich. Bald ist das Projekt vorbei, da kann ich wieder was Neues starten. Yes! Das Gebäude ist und fertig. Und langsam habe ich angefangen, das Projekt zu lieben. Fertig, Boss. Zuerst habe ich es mega gemacht, dann wurde es auf einmal irgendwie... Ah Gott, ich will das nicht mehr machen. Pause. Ein Jahr Pause. Inzwischen jetzt endlich. Okay. Jetzt endlich, geht's richtig los. So. Was ich hier brauche, ist das da. So. Ist ja nicht gut, dass ich so starke Einheiten zu Anfang habe. Und ich finde die finde ich einfach süß, die Komodo-Iger. Die ist doch so niedlich. So herzlich. Fertig wow, mit Entwicklung. Das neue Gebäude Dichter. Steht. Cool. Wenig Verteidigung, die haben doch ziemlich viel. Du Stalker. So. Ich brauche jetzt aber massig Kohle. Massig Kohle. Stufe 3. Gut. Hallo? Du da? In bevor Ordnung. Wir irgendwas machen? Oh. Sie sind der Boss. Polizei. Okay. Eigentlich. Die Kreaturen werden angegriffen. Ex-Chance, wo bist du? Und jetzt? Kein Problem. Oh nö, einer meiner Komodo-Eger ist draufgegangen. Ich bin bereit. Du Bastard. Hallo. In Ordnung. So. Ich werde mich jetzt auch ziemlich breit machen. Sobald ich zur Entwicklungsstufe 5 komme, gibt es sowieso kein Entkommen mehr. Naja. Und jetzt? Die Kreaturen werden angegriffen. Sie zerstören unsere Gebäude. Entwicklung für Stufe 3 ist abgeschlossen. Eines von diesen Dingen verfolgt mich. Nö, ihr lebt ja noch. Die Kreaturen werden angegriffen. Hast du so einen schlechten Sichtradius? Rex Chance zu ihren Diensten. Das hat Hand und Fuß. Fertig mit Bauen. Fertig. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bin bereit. Kein Problem. Komm schon. Das hat Hand und Fuß. Hält dein Kumpel. Nein, jetzt leben nur noch die hier. Und jetzt? Oh. An die Arbeit. Menno.
Natürlich zwei Labors, bedeutet gleich doppelte Dosis an Angriffen. Fertig, Boss. Sie sind der Boss. Und das ist natürlich nicht so toll. Ist irgendwie klar, dass es nicht so toll ist. Ich meine jetzt nur. Genau, ich muss erstmal das hier entwickeln. Dann erst Kreaturen bauen. Zusätze abgeschlossen. Hat ihm alle so einen schlechten Sichtradius. Dumm, die dumm. Okay. 10 Minuten, 10,5 Minuten. Die Kreaturen werden angegriffen. Ist ja nicht Rex. Rex Chance zu Ihren Diensten. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Gut, das ist gut. 500 und 1000, ich habe noch nicht so viel Strom. Okay. Das bedeutet, ich benötige mehr Strom. Oh mein Gott, wirklich. Ah, ich will einfach so schnell. Zusätze abgeschlossen. So schnell wie möglich. Entwicklungsstufe 5 hochpreschen. Ich weiß, das ist nicht sehr intelligent, aber Wayne. Nicht genügend Elektrizität. Das ist dann halt das Doofe. Alle meine Kreaturen machen mega viel Strom, außer euch beiden. So. Aber jetzt geht's eigentlich mit dem Strom. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bin bereit. Zack. Okay. So. Wichtig eigentlich, um das Ding da kaputt zu machen. So. Dein Leon. Fertig. Die Kreaturen werden angegriffen. Entwicklung für Stufe 4 ist abgeschlossen. Sehr schön. Das bedeutet mächtigere Kreaturen. Das wiederum bedeutet, naja, das wissen wir eigentlich. So. Nicht viel Gesundheit, aber egal, den stark. Eine ziemlich gute Verteidigungsstärke. Und die kosten sehr viel Strom, vor allem. Ich bräuchte eigentlich noch einen Stromgenerator. Fertig, Boss. In Ordnung. Also ein Kumulator. Sie sind der Boss. Und auch noch eins von den Dingen. Und Fernkämpfe. Oh, jetzt habe ich nicht genügend Kohle. Uiuiui. Hoppla. Okay, und ich muss vor allem meinen kühlen Kopf bewahren. Zusätze abgeschlossen. Bei den Fluckerblocker wäre jetzt. Fertig mit entwickeln. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bin bereit. Kein Problem. So. Das Gebäude ist fertig. Hallo? Die Kreaturen werden angegriffen. Bauen wir doch okay. Ah, jetzt kommen die Dinger. Fertig. Das hat Hand und Fuß. Die haben beim ersten Durchspiel meinen Rex getötet. Weil ich nicht aufmerksam war. Rex Chance zu Ihren Diensten. Ich war gerade nicht in der Basis und dann kommen die Viecher und. Ich habe nicht gesehen, dass da steht. Rex wird angegriffen, Rex wird angegriffen, Rex wird angegriffen. Das neue Gebäude steht. Boss? Ich war so ziemlich sehr weit fortgeschritten, dann auf einmal. Rex Sterbeanimation. Ich muss nicht sagen, wie nervig das war. In Ordnung. Wie frustrierend. Aber es war doch sehr. Sehr böse. Jetzt kriegen die Ruhljagd. Was schön ist. Okay. Ich kann natürlich noch eine Pottwald-Kreatur kreieren. Also, wen brauche ich nicht? Ich brauche eigentlich nicht mehr und ich auch nicht. So eine Potter-Kreatur einfach so. Weil ich's kann. So. Und jetzt vielleicht noch etwas mit hohem Angriff. Was ist halt Krokodil, Nilpferd. Botilla.
Vielleicht etwas Schnelleres. Ein Fernkampftiger. Also guckt euch bitte die Kosten an. Der ist auch noch ziemlich schnell. Aber solche Kräuter sind meist nicht wirklich zu gebrauchen. Das soll man zuerst zum Beispiel mit einem Skorpion kombinieren, da nicht so etwas rausbekommen, sondern zum Beispiel so die Nahkampfvariante. Sehr langsam, aber dafür mächtig. Gut, ich mal die Werte an. 34 Angriff. Oder die Fernkampfvariante. Mit einem Sonarangriff von 50. Ja, ja, schon mächtig. Natürlich gibt es auch die fliehenden Pottwahl, aber sie nicht so. So. Toll. Ja, eigentlich will ich eine andere Kreatur haben, zwar. Sieht doch nicht noch cool aus. Bei Sion. Nein, nein. Wir kombinieren die Stärke des Vielfraßes, also vor allem die Gesundheit des Vielfraßes, mit der Power des Weißheiß. Was wir bekommen? Eine mächtige, mächtige Kreatur mit ganz viel Gesundheit. Ich sag euch, der Weißfraß ist fast nicht aufzuhalten. Sobald das Vieh mal in Schwung kommt. Vielleicht will ich noch eine Sprüh 4-Kreatur entwerfen. Guck mal, die braucht einfach null Elektrizität. Wie geil ist das denn? Du auch nicht? Die Grizzlybär auch nicht? Die Giraffe auch nicht? Uiuiui. Ach, egal. Ich lass das mal so im Raum stehen. So. Fertig mit Bauen. Hallo? Dann gehen wir okay. Ohne Scheffel, mein Kumpel. Und ich baue mir hier noch eine kleine Armee zusammen. So, das sollte eigentlich genügend Strom liefern. So, okay. Wir haben fast 20 Minuten. Wir haben noch... Nein, ich weiß gar nicht, da reicht außer Entwicklungsstufe 4. Ah, sehr schön. So. Wo ist Rex? Ich bin bereit. Wird sofort erledigt. Okay. Komm. Das hat Hand und Fuß. Rex. Oh, du kannst dich nicht bewegen. Okay. Du auch nicht. Ah, oh, die sind schon alle tot. Nein, noch nicht. Fertig. Hahaha. Oh, da kommt ein neues Rudel. Und jetzt? Okay. Wird sofort erledigt. Nein, wieder. Ach, Manu. Ich hasse das. Die automatische Zielerfassung. Ist er noch mal in der Gehilfen draufgegangen? Finde ich aber nicht nett. Das finde ich überhaupt nicht nett. Von wichtigen Konstruktionen. Stromerzeugungsrate. Stromerzeugungsrate. Entwicklung für Stufe 5 ist abgeschlossen. Fertig, Boss. So, du da? Sie sind der Boss. Baust jetzt ein Aquatank. Okay. Und wir fangen mit der Produktion der richtig mächtigen Kreaturen an. Angefangen mit einem Tibio. Warum? Weil wir es können. Ja, das ist doch der beste Grund für alles. Warum? Weil wir es können. Das Ding hätte ich eigentlich wirklich gern weg. Da kann ich meine Basis sehen, obwohl es ist ja eigentlich ein Computer, also... Julius Labor. Labor. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Das Gebäude ist fertig. Hallo? Ah, in let's Ordnung. Get this party started, eh? I'm Canadian now, eh? Okay, okay, ich höre schon auf. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich bin bereit. An die Arbeit. Ob
Die Kreaturen werden angegriffen. Rex wird angegriffen. Wird sofort erledigt. Ja, jetzt ist sie noch ziemlich nützlich. Aber nachher werde ich ihn doch ins Labor packen. Rex Chance zu Ihren Diensten. Okay. So. Jetzt kann ich wirklich Berserk gehen. Mit den Kreaturen. Die brauchen aber so viel Kohle. Das ist unglaublich. Da sind sie wirklich mächtig. Fertig, Boss. Okay, Sie sind der Boss. Aus mir so ein okay. Ding. Okay. So. Ich bin bereit. Kein Problem. Sie zerstören unsere Gebäude. Was wir? Gehilfen werden angegriffen. Rex Chance zu Ihren Diensten. An die Arbeit. Okay. Die sind nicht wirklich stark. Die Kreaturen werden angegriffen. Die Gänglien, die vergiften. Selbst nach ihrem Ableben. Hallo. Nicht das neue Gebäude das steht. Nicht so toll. Das ist eigentlich meine Lieblingskreatur, der Weißfraß. Hui. Warum? Sieht cool aus, wir überziehen die Folge. Gut. Hallo? Ich kann das Ding einfach nicht einhalten. Ich kann das einfach nicht einhalten. Unglaublich. Na egal. So, als letzte Tat werden wir die Angriffskraft von dem Nilelion erhöhen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt Nieder mit Ganglion oder sowas ähnliches. Bis dahin haltet die Ohren steif. Tschö.